Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum krassesten, geilsten Projekt auf YouTube und Twitch, LS22 Grow. Und zwar mit den McManus, der Skadi, den Werner von den Burning Gamers, den Keule und die Sophie. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Grüßt euch zusammen. Ja. Ich schreite gleich mal ein paar Worte dazu, und zwar es ist eine Mischung aus einem Roleplay-Projekt und einem Challenge-Projekt mit insgesamt drei Teams. Das erste Team bildet Sophie und Freezy zusammen, das zweite Hallo. Team bildet der Werner und der Keule, und das dritte Team ist Skadi und meine Wenigkeit. Das Ganze wird natürlich im RP laufen, also wir werden auch RP-Charaktere haben, wir haben auch ein paar RP-Namen und so weiter und so fort. Und es wird aber natürlich auch eine Challenge werden zwischen den einzelnen Teams. Also die drei Teams werden natürlich sich auch challengen, wer dann am Ende der Beste, der Schnellste, was auch immer ist. So, und an der Stelle würde ich einfach mal der Projektleitung übergeben. Hallo. Oh, meine Güte. Hallo. 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 Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das ist ja... Oh, herrlich. Ich hab hier... Oh, Gottes Willen. Ich hab hier ein Zettelchen gekriegt. Beruhigen Sie sich erstmal. Alles gut, alles gut. Ich hab hier ein Zettelchen gekriegt. Da stehen Sachen drauf. Mir hat irgend so ein Typ gesagt, ich soll hier mal runterkommen. Da stehen Leute. Und denen soll ich das hier mal sagen. Moment. Also. Augenblick. So. Herzlich willkommen hier in Gallenberg. Ja. Auf dieser Reise wird euch was Neues begegnen. Und zwar werdet ihr alle untereinander Konkurrenten sein. Natürlich in Zweierteams. Gut, okay. Ne? Also ihr versteht schon, was ich meine. Gott, was hat der denn hier geschrieben, Mensch? Auf jeden Fall, es wird nicht um Geld gehen. Was? Wie es geht nicht um Geld? Jeder Cent, den ihr habt, wird nichts wert sein. Rein gar nichts. Also wirklich nichts, nahe an null. Jetzt, vergiss das. Sofort. Dafür aber werdet ihr Erfahrungspunkte sammeln. Was gehört zu guten Erfahrungspunkten dazu? Natürlich Talentbau. Ne? Klingelt so langsam bei euch? Aha. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall, weiter wurde geschrieben, ihr werdet mit den Fahrrädern, die hier stehen, die sind übrigens farblich gekennzeichnet, für jede Person das passende Fahrrad. Ich denke, das werdet ihr selbst auseinanderklamüsern können. Werdet ihr mit den Fahrrädern in Richtung Dorf fahren. Das Dorf liegt in diese Richtung, wo die Fahrräder stehen. Da müsst ihr über die Kuppe rüberfahren, und im Dorf werdet ihr auf drei Höfe stoßen. Die müsst ihr allerdings selber finden. Und ich sag mal so, wer als erstes da ist, der malt halt zuerst. Ne? Okay, Entschuldigung. Sorry. Ich geh nochmal zurück. Wolle. Mach mich doch nicht schon wieder so nervös. Ja, der Herr da hinten, den nehme ich so ein bisschen zu versüßen und weiter und hier und da. Ne? Euch wird jetzt gleich etwas ein bisschen gezeigt. Und im weiteren Verlauf könnt ihr damit dann Dinge freischalten. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Dinge bekommt ihr auch so. Und ja. Des Weiteren, ich weiß gar nicht, habt ihr das jetzt mal so gezeigt? Da? Ihr habt doch da so ganz tolle Sachen, guck mal da. Ihr habt doch, ich sehe das doch da, ihr habt doch da im Internet, habt ihr doch da diese komischen Bilderkästen und sowas alles. Da habt ihr so eine komische Leiste da oben hängen, und dann habt ihr noch da noch irgendwas. Und da gibt es ja auch solche Seiten. Wollt ihr das auch nochmal zeigen? So. Da kann man natürlich so ganz viele tolle Dinge tun und sowas. Was genau man da jetzt allerdings machen kann, kann ich jetzt nicht sagen. Das müsst ihr selbst herausfinden, das werdet ihr schon tun. Des Weiteren soll ich euch noch sagen, hier steht noch auf dem Zettel irgendetwas mit einer Organisation. Diese Organisation sorgt dafür, dass ihr euch alle lieb behandelt. Hm? Das heißt, in dieser Challenge wird es auch Strafen geben. Also Wilma, ich weiß gar nicht, was er da meint. Also wir sind auch nicht lieb zu allen, oder? Also natürlich, immer. Ich habe noch nie was anderes gehört. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht wirklich, was hier... Ich weiß eigentlich gar nicht, was... Ich habe dafür 2000 Euro gekriegt, also von daher, ne? Ist ja auch egal. Das zum Thema Fall, Geld ist nichts wert hier, ne? Na, für euch nicht, für mich ja.
Des Weiteren, ihr werdet Leute kennenlernen. Händler, Transportunternehmen, Unternehmer, alles Mögliche. Aber euch werden am Anfang die Hände gebunden. So genial. Es ist so genial von Jupp. Von daher, aber er ist auch richtig aufgeregt. Rate ich euch jetzt, bringt euch auf eure Fahrräder und ab ins Dorf. Was für ein Start ins neue Projekt LS22 Crow Level Up. Ja, da sind wir aber auch schon beim Thema. Ich möchte nämlich noch einmal ganz kurz, bevor es hier weitergeht, auf meinen neuen Partner eingehen. Denn Level Up hat wieder eine klasse Aktion für euch. Nämlich vom 19. bis 25.02. läuft die Dark Beasts Aktion. Und da bekommt ihr einmal den Dark Raptor und natürlich auch Dark Panther als neue Sorten. Aber ihr bekommt natürlich noch mehr, nämlich 3 für 2. Das heißt, wenn ihr euch 2 Stück auswählt, könnt ihr euch noch ein drittes Döschen umsonst mit dazulegen lassen in euren Warenkorb oder beziehungsweise das auswählen. Ich zeige euch das einmal hier ganz kurz. Genau, dann schmeißt ihr das einfach in den Warenkorb und der Code TINO gilt trotzdem noch als Rabattcode. Das heißt, ihr könnt euch zusätzlich nochmal die Rabatte mit einheimsen, zusätzlich für dieses gute Angebot noch mit oben drauf. Leute, habt viel Spaß, lasst mir wieder euer Feedback da, wie die 2 Sorten hier schmecken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Brombeere, Birne, saurer Apfel-Kiwi. Eine sehr interessante Mischung. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und ja, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr hier bei S22 Crow so zahlreich am Livestream start mit dabei wart. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr die kurze Werbung kurz geschaut habt. Die Höfe werdet ihr ja wohl finden, denke ich, hoffe ich. Wilma, komm! Und lasst euch nicht schnell erholen. Wilma, komm! Entschuldigung, das war keine Absicht. Ey, das ist Strafe. Glaubt ihr kein Wort. Wilma, was hat der gesagt? Über die Kuppe und dann ins das Dorf? Ich dachte, du passt auf. Ja, Wilma, fahr mir hinterher. Ich hab hier das pinke Fahrrad. Ich seh dich. Ich seh dich. Sehr gut, Wilma. Was macht ihr anderen überhaupt? Wie heißt ihr überhaupt? Ich bin die Cordula. Hallo, Cordula. Hi, Cordula. Ich bin Wilma. Hallo. Hi, Cordula. Und wer ist der andere, der da schon so frech war? Den Schwarz? Was hast du jetzt gegen einen Schwarz? Natürlich nicht, aber der hat eine schwarze Latschus an. Ja, das bin ich. Damon Beule, guten Tag. Hallo. Ja, hallo, Damon. Ich bin der Wolfgang. Wolfgang Ackerer. Okay, wie alt bist du? Den Namen kannst du dir merken. Ackerer. Ja, wie alt denn? Mittleren Alters. Mein genaues Alter will ich dir nicht verraten, aber Fakt ist, ich habe viel mehr Erfahrung wie du in meinem Alter. Das kann ich schon mal sagen. Na, hast du mal auf den Kopf geguckt? Ja, das ist. Also, da sind schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, du. Ja, das ist die längste Stirn der Welt. Hallo? Noch nie die Duplo-Werbung gesehen? Und wer sind die anderen 2 Herren? Der hinter Ihnen ist der Bernd. Bernd Amter. Hallo. Bernd, grüß dich. In der nächsten Kurve bin ich gleich vor dir, ne? Kannst dich gleich von hinten angucken. Ich hoffe, meine Kette springt nicht runter. Das hoffe ich auch. Oh Mann. Liegt das ein Härtefakt da vorne? Oh, wer sind Sie denn? Ich bin der Hannes. Ach, der Hannes. Schön. Ja. Schön, Sie kennenzulernen, Hannes. So. Hier ist ja das Dorf. Aber wo sollen wir denn hin jetzt? Wir sollen unsere Dinger suchen. Also einfach mal rechts stehen, rechts ranfahren, Startkarte raus, damit machen sie nichts falsch. Das stimmt. Wilma, wenn du einen Hof siehst, schrei. Aber wir nehmen natürlich nicht das Erstbeste, oder? Nee, willst du es wie in deiner Jugend passen? Machen? Nee, sage mal. Entschuldigung. Oh, Unfall. Ja, tut mir leid, Wilma. Sorry. Hannes, wir haben ihn gleich. Wo bist du denn hin? Ihr werdet ganz stark sabotiert, Mensch. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Ich habe doch auch gar keine Stadtkarte hier. Habt ihr eine Stadtkarte? Und ich hatte vielleicht einen kleinen Unfall. Du musst mal zusehen, ne? Oh, Wilma, geht's dir gut? Ja, alles gut. David? Ja, ich hab den Hof verwechselt. Ich dachte, links, wir alles links. Oh, links ist ein Hof. Wie links? Oh. Hast du mich verarscht, Bernd? Nee, würde ich nie machen. Fahr mal rechts. Rechts ab. Rechts, ja, hier rechts, oder? Was, wo rechts? Hier rechts? Wilma! Ja, ich du bin musst hinter links dir. Und rechts. Ich bin mitten im Dorf, ich hab keine Ahnung, wo soll ich hin muss. Hier links und rechts. Verdammt. Ich fahr dir doch die ganze Zeit hinterher. Ist das hier ein Hof? Nee, oder? Da, meiner. Geh weg. Das ist mein Hof.
Ist das eigentlich ein Mountainbike, ne? Ja, gut. Ich bin auf dem Hof! Weg ist da. Das denn? Esther! Achso! Der Fendt gehört mir! Hast du? Weber, ich bin ja am Hof! Sehr gut, ich bin auch da! Da bist du ja! Grüß dich! Natürlich. Na? Oh. Wie geht's dir? Gut, und dir, danke. Hast du dir wehgetan bei dem Unfall? Deine Knochen sind ja auch nicht mehr die besten. Nee, ist okay. Ich habe noch die guten Gummistiefel an. Die können aber gut was abblocken. Sehr gut. Wo sind denn die anderen, sag mal? Alles! Entschuldigung. Du hast mein Drahtesel zerstört. Ich hab mich verfahren. Oh, nee. Ich muss zu Fuß gehen. Hannes, ich hab's. Moment, du. Ich glaube, Hannes und Ben haben auch einen Hof, Wilma. Komm, ein Stück runter. Wo bist du denn, mein Fahrrad? Okay. Ja, guck mal, da kommt wer. Hier ist schon belegt. Sorry. Wo? Ich hab Träglage. Wo ist meine Kollegin? Wo kommt wer? Ich bin hier so auf so einer Landstraße, Damon. Lass mal hinterherlaufen. Hier fährt auch noch einer mit Fahrrad. Guck mal da, genau. Ah, hier ist doch auch ein Hof. Oder? Nee, das ist unser hier. Können Sie bitte den Hof verlassen? Das ist doch nicht euer. Natürlich, das gehört alles uns. Ja, natürlich, mein Draht ist so weiter. Wie war der Name? Dämon. Damon. Dämon, würden Sie bitte vom Hof gehen? Genau, in Deutsch spricht man das Dämon aus. Ja, Sie sehen auch ein bisschen aus wie ein Dämon. Den wirst du noch kennen. Aber so wie Sie aussehen, haben Sie von Landwirtschaft ja gar keine Ahnung. Oh, das ist ein Mountainbike. Also Quervers Fell funktioniert gut. Was ist das da eigentlich? Nennt man sowas Brille? Ey, das ist eine Seehilfe. Ja. Oh, da hinten ist auch noch einer. Was sind die denn her? Guck mal, Dämon. Wer ist er denn? Hannes! Hallo! Hannes, suchst du immer noch den Hof? Ich bin reingefahren, oder was? Also ich suche auch meinen Hof. Wo ist denn der? Du schon? Hannes, wo ist denn Bernd geblieben? Vielleicht ist der schon am Hof. Hannes, ich bin hier. Ich hab den Traktor vorbereitet. Komm runter. Wohin denn? Ich glaube, Hannes findet den Hof nicht. Ja, und Dämon findet anscheinend auch, aber vom Rumstehen wird es auch nicht besser. Ach, wie sieht's denn so aus, so ein Hof? Guck mal, Wilma. Der steht hier immer noch. Hier sind ein paar Häuser. Da sieht man schon die Arbeitsmoral hier von den Dämonen. Ja, der steht hier einfach nur rum. Einfach rumstehen, nichts machen. Ich habe die Karte in der Hand, um meinen Hof zu finden, Opa. Ach, Entschuldigung. Also, nee, sie gehören mit Sicherheit nicht zu unserer Familie. Alles, das glaube ich nicht, das Opa passt nicht. Dann musst du links abpacken. Ja, sehen Sie. Der Damon, das ist meiner. Das ist ja, okay, das tut mir leid. Die machen so nichts draus, Mensch. Okay. Wo sind denn hier die Höfe, Leute? Guck mal, wie viel hier steht. Ich weiß nicht, ich bin hier immer noch auf so einer Landstraße unterwegs. Eine schöne Gegend, die wir uns hier ausgesucht haben, auf jeden Fall. Da ist ja auch noch, das Alter, wie viele Fahrzeuge da stehen. Machst du gleich Kaffee und Pizza? Das ist ja eine Katastrophe. Ja, wenn ich eine Küche finde. Ja, gut. Können wir vorbeikommen? Nein. Warte. Ich versuche es mal, ne? Nenne ich sie ihn gerne. Komm, Wilma, wir gehen erst mal rein, würde ich sagen. Okay, komm mal mit. Das klingt gut. So, gut. Ja, Wilmachen, hä? Wilmi, wie sieht's aus? Freust du dich schon? Atem noch? Ja, ich bin auch ein bisschen außer Atem. Sag mal, kannst du mir mal die Schweißperlen oben von der Matte tupfen, bitte? Natürlich. Oh, das ist schön. So, warte, das Tuch. Okay, perfekt. So. Naja, ausfringen muss ich es noch nicht, es geht doch. Guck mal, Wilma, hier an unserem Hof, hier steht schon mal ein richtig leckerer Fendt. Der ist schon, ja. So ein Favorit, der sieht gut aus. Und hier ist, guck mal, so ein Schwader. Drei Kreisel, damit kenne ich mich aus. Du kennst dich mit vielem aus, ja, das ist, Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, guck mal, hier ist jemand. Hallo? Wo? Ich grüße Sie, Servus. Ja, wie geht's Ihnen denn? Jetzt ging es mir ganz gut, aber was machen Sie auf meinem Hof? Darf ich vorstellen? Wilma Ackerer und Wolfgang Ackerer. Wir haben da oben so einen komischen Typen getroffen an so einem Denkmal. Und der hat gesagt, wir sollen mal mit den Drahteseln hier Richtung Dorf fahren. Und im Dorf gibt es wohl Höfe. Und wer zuerst da ist, mal zuerst. Und wir sind irgendwie hier angekommen. Ja. Ja. Okay. Ist das kein Hof hier? Doch. Das ist ein Hof. Okay. Ist das jetzt unser Hof? Nein. Nein? Nicht nein? Wieso nein? Müssen wir weiterfahren? Also, ist das mein Hof? Das ist Ihr Hof? Ja. Okay, dann haben wir wahrscheinlich... Wilma, schwing dich mal auf den Drahtesel. Ist schon in Ordnung, also ich könnte auch Hilfe gebrauchen. Ach so, ja, nee, dann bleib mal hier. Warten Sie mal, wo kann ich denn meinen Drahtesel parken mit Wilmi? Das, ja, genau. Es soll ja nicht im Weg stehen.
Ja, an der Seite würde ich vorschlagen, oder? Ja, an der Seite bei Zolzjak, sehr gut. Ja, ja, das war's. Genau, also ich kann Ihnen sagen, wir sind auf jeden Fall zwei sehr, also überdurchschnittlich erfahrene ältere Herrschaften, die sich in der Landwirtschaft unfassbar gut auskennen. Also es gibt eigentlich nichts, was wir nicht können, was wir nicht wissen. Also mit uns haben Sie eine richtige Bereicherung. Also wir haben die Landwirtschaft quasi von Tag 1 eingeatmet. Genau, also ja, Sie sehen ja... Sie können uns fragen, was Sie wollen. Genau. Ja, also Sie sehen, ja, Sie sehen ja meine Schwester Wilma, die ist ja schon ein bisschen älter, die war quasi beim Tag 1 zu Beginn der Landwirtschaft dabei. Okay, Interessant. Ja, aber du schon zwei Tage vorher. Ja, Wilmi, du bist ja die große Schwester. Musst du doch nicht so sagen. Ja gut, aber wie ist Ihr Name, wenn ich fragen darf? Ich bin der Ulrich Meier, großes M, kleiner... Kleines Eier. Genau. Okay, Herr Meier, wie können wir Ihnen denn behilflich sein, wenn ich mal fragen darf? Ich bräuchte Hilfe und zwar müsste bei mir eine Wiese gemäht werden. Eine Wiese mähen? Ja. Ja, da sind wir perfekt dafür. Also wir sind ja sozusagen die, also wir haben ja damals an der Mitentwicklung des Schwaders und des Mähwerkes sozusagen mit beigetragen, mit unserer Erfahrung. Wir waren da zu testen mit bei, ja. Wir haben die Geräte getestet, auf Nieren geprüft, ne, und Herz und Nieren und so. Und wir haben auch mal an der Mähmeisterschaft teilgenommen, da waren wir Erster. Ja. Aha. Die Weltmeisterschaft war kurz davor, aber aus gesundheitlichen Gründen sind wir ausgefallen. Aber jeder wusste, also sie waren alle glücklich, dass wir nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein können, ja. Ja. Wo haben Sie denn die Geräte stehen und wo sollen wir denn hin? Wir würden gerne mit der Arbeit anfangen. Ja, na, das hier ist mein zweiter Hof. Okay. Und wir gehen mal zu meinem Haupthof, würde ich vorschlagen. Ja, zeigen Sie uns gerne die Geräte, sagen Sie uns, wo wir hin sollen, wo wir arbeiten können und dann werden wir das machen. Ich habe ja, das Problem ist ja, wir können leider mit Geld nichts anfangen. Das wollen wir Ihnen gleich mal sagen. Also wir werden definitiv unentgeltlich für Sie arbeiten. Genau. Das hört man gut, dass du das sagst, Wolle, gut, dass du das sagst. Ja, ja, Wilmi, ich weiß. Ja, ja, ja. Genau, also wenn Sie da ein bisschen andere Zuwendung für uns hätten, wären wir auch sehr froh. Ich könnte Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten. Ja, Kaffee ist gut, Wilmi, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Wilmi, warte, du warst ja die Süße, ne? Ich bin ja eher der Blonde. Ich wollte gerade sagen, also für mich ist mit Zucker für meinen Bruder ein bisschen Milch, aber auch nicht zu viel. Ja, bei mir ist leider... Ich muss mit Zucker ein bisschen aufpassen. Die Diabetes hat bei mir leider schon ein bisschen, ne? Okay. Ja, ja. Das ist so im Alter, ja. Ja, deswegen. Also ruhig viel, ein großer Schluck Milch rein, aber ein kleines Sahnehäubchen obendrauf, da wäre ich echt zufrieden. Okay. Ne? Super. Haben Sie schon eine Stadtkarte bekommen? Nee. Nee, na dann gebe ich Ihnen gleich mal eine. Das wäre super. Aber ich habe hier irgendwie generell keine Info. Wilmi, das hast mal du... richtig gut hier. Ach, guck das, mal, bei dem Mähwerk haben wir doch damals die Entwicklung mitgemacht. Ja, 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 ne? Das haben wir doch dran. Grundlegend verbessert, nachdem das auf den Markt gekommen ist. Ja, das war ja am Anfang gar nichts. Das war ja so prototypmäßig. Also, ja, da ganz wird man ehrlich, noch nichts mitmachen können. Nee, also, so ein Quatsch. Aber ich habe... Wilmi, hast du so ein paar Infos hier? Ich habe hier gar kein... Nee, auch nicht. Gut, sehr schön. Nur Fahrrad. Okay. Also ich hole mal schnell eine Stadtkarte, ne? Ja. Ja. Warten Sie kurz hier und dann geht sofort weiter. Das ist ja nett, dankeschön. Der Herr Meier scheint ein netter Mann zu sein, Wilmi, oder? Ja, das finde ich auch. Guck mal hier. Ja. Ich guck gerade schon, ja, schön. Ah, schön. Aber sag ich dir, wie es ist? Den Mager, wenn ich ne? Auch wenn ich mir die Euter angucke, weiß ich... dass die Essensration, die Mischration nicht 100% hinhaut, Wilmi. Ja, nee. Ich finde sie halt ein bisschen dürre. Guck mal, ne? Ja. Ein bisschen. So. Oh, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, hallo. Reicht einer oder jeder einer? Ja, bitte jeder einer, wenn es geht. Jeder einer, okay. So, einmal für Sie. Dankeschön, vielen Dank. Einmal für Sie. Dankeschön, ja. Und wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken. Mhm. Ja? Da haben wir relativ. Also, oben links ist so Feld Nummer 43. Die 43, lassen Sie mich doch mal gucken. Ja, guck mal, Brunnenheule und da drunter Wolle. 42 und da ist die 43. Die 43 sehe ich, Wilmi. Sehe ich. Genau. Sehr gut. Oh, hier muss man ja aber, warte mal, da muss ich mir die Brille ja mal richtig scharf stellen hier. Das ist ja alles so klein. Putz sie die nochmal. Wolle, putz sie dir jetzt nochmal. Ah ja, warte mal, kannst du mal anlecken kurz? Ja, warte. Ah, danke schön. So. So gut, ja, also 43, ach, da ist sie ja. Genau, die 43, die müsste gemäht werden. Traktor steht in diese Richtung, dort vorne, das Tor, gleich das erste.
da wo ich hingucke? Ja. Vielleicht das erste Tor, das Traktor, da können Sie sich einen rausnehmen. Ja. Einer. Also ein Traktor. Bitte. Ein Traktor, da fahren wir zu zweit nicht. Na, einer könnte dann zum Beispiel schon Gras einsammeln. Also einer mähen, einer sammeln. Das ist eine sehr gute Idee, Herr Meier. Genau. Hätte von uns kommen können, Wilmi. Ja, schon. Mit Gras kannst du ja mehrere Sachen machen, ne? Das ja. Ach. Haben Sie denn auch einen Sammelwagen dann dafür, oder? Ja, das steht hier zum Beispiel. Das ist so mein kleiner Sammelwagen. Ach du grüne Neune. Okay, wer hat Sie denn da beraten? Sehr schön. Na, da das ist der Händler. Okay. Ja, praktisch. Der scheint ja gar keine Ahnung zu haben. Also da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir den kennenlernen. Ich sehe schon sehr viel Aufholbedarf hier im Dörfchen. Ja. Sehr viel Aufholbedarf. Haben Sie, wenn es fein für dich ist, Wolle, würde ich mit dem Sammelwagen dann hinterherfahren. Na klar, ne? Gut, haben Sie da einen Schlüssel schon für mich oder steckt der? Okay, vielen Dank. Super, wunderbar. Also ich hole mir den Traktor hier vorne. Wo ist denn der da jetzt genau? Links das Tor. Links das, hier in die Tür rein? Nee? Hier. Ach so. Links. Hier das Tor, ja? Genau. Ja, soll ich das aufmachen oder könnten Sie das eventuell für mich machen? Weil kann das doch gerne aufmachen. Ich meine, ich bin ja schon etwas älter. Oh. Das scheint mir ein interessanter Traktor zu sein. Warten Sie ganz kurz. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen mithelfen hier beim Öffnen. Ja. Aber das geht nicht. Das klemmt ein bisschen. Ja, machen Sie die andere Seite auf am besten. Vielleicht lassen Sie den Traktor einfach erstmal los. Ja, ich fahre hier, fahr hier links raus. Guck mal, wie der sich freut, mich zu sehen. Das ist ja der Wahnsinn. Haben Sie für mich auch einen Schlüssel, bitte? Oh, wenn Sie den loslassen würden, dann würde das viel besser funktionieren. Ist loslassen? Hallo? Nee. Hallo? Achso, Entschuldigung, vielleicht hatte ich ihn auch. Okay. Stopp, das ist der falsche Traktor. Sie haben gesagt links. Das ist links. Ja. Eindeutig. Herr Meier, Sie haben gesagt links. Nein. Herr Meier, will mir. Er hat links gesagt, oder? Das war links. Ja, natürlich Herr Meier, hat er Sie das haben gesagt. Links gesagt. Sie haben in die falsche Richtung geschaut. Bitte, das also, Herr Meier, jetzt ist aber meine Geduld gleich am Ende. Was meinst du denn? Wir haben ja auch nicht so viel Zeit, ne? Ganz ehrlich. Ja, nee, das hier. Bitte. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. Herr Meier, ja, da bin ich nicht einverstanden. So nicht? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wilmi, guck mal hier. Der ist doch auch. Wilmi, guck mal, der ist doch 50 Jahre nach deiner Geburt rausgekommen. Das muss ich den jetzt schieben? Nee, warte mal, ich glaube, es geht. Fährt der noch? Oh, jetzt, der dreht hoch, Wilmi, ich komme. Okay, los. Naja, noch geht hier gar nichts. Aber ja, das ist, geben Sie ihm Zeit. Ja, Herr Meier, sagen Sie doch schon mal, wo ist denn das Mähwerk? Er muss erst warm laufen. Was darf er denn, Das hängt hinten dran. Ah, das ist schon dran. Gut, das hatte ich jetzt so noch nicht gesehen. Der will nicht fahren. Der braucht Zeit. Okay, okay, also Wilmi, den dürfen wir nicht wieder ausmachen, den kriegt man nie wieder an. Ja, das ist in Ordnung. Herr Meier, Sie scheinen ja jetzt, Sie scheinen zwar nett zu sein, aber nicht sehr kompetent. Können Sie uns trotzdem den kürzesten Weg zum Feld bitte beschreiben, ja? Sie fahren hier vorne raus. Ja. Da vorne raus, ja, Herr Meier. Genau, links bis zur Kreuzung, dann fahren Sie rechts. Links, rechts, Und dann wieder links und dann fahren Sie einfach gerade links, rechts, links, Herr Meier. Genau. Ja, gut, okay. Wie können wir Sie denn erreichen, wenn irgendetwas ist? So, haben Sie eine Nummer? Ja. Na klar, stecke ich Ihnen zu. Dankeschön, Herr Meier, sehr nett von Ihnen. Auch noch eine. Ah ja, dankeschön, ich wollte gerade sagen, Wolle, mach das oben bei dir in die Tasche rein, ja? Ja, in der Weste, mach das da rein. Drin. Also, warten Sie mal ganz kurz. Haben Sie noch einen Hut für mich vielleicht? Weil das ist ja hier ohne Kabine dann. Nicht, dass ich mir da am Haar was, wissen Sie? Naja, so viel ist ja nicht mehr vorhanden. Und so schnell fährt er auch nicht, dass da irgendwie was wegflattert. Ja, naja gut, ich setze hier trotzdem mein Hütchen auf. Herr Meier, haben Sie. Ich danke Ihnen vielmals, ja? Ich bedanke mich. Machen Sie es gut. Sollen wir melden uns, wenn wir fertig sind, oder genau. wie? Genau. So, ja, würde ich vorschlagen, genau. Machen wir so. Wilmi, links, rechts, links, hat er gesagt. Ja, ich folge dir. Super, links. Und da müsst ihr hier schon rechts gehen, wa? Ja, würde ich jetzt mal auch behaupten wollen. Das ich glaube, du bist tatsächlich ein bisschen schneller als meine Möhre hier. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja nicht dein Ernst, oder? Siehst du denn, schnell du fährst? Ja, warte, ich kann es dir gleich sagen. So, ich brauche hier ein bisschen gerade Strecke. So, gib ihm. Ja, 45. Das ist, noch nicht so toll. Wieso sehe ich denn nicht, wie schnell ich fahre? Ich würde mal fast behaupten, dass du... Das ist halt... Guck doch mal, wie alt das Ding ist. Das hat sowas noch gar nicht. Deshalb musst du... Guck mal, nimm mal den Finger in den Mund, einmal nass machen und in die Luft halten. Warte. Das kannst du doch abschätzen von dem Wind her. Oh, hier zieht's mir wie 30. Sag mal, Wilmi, sind wir richtig? Siehst du die Karte? Warte mal. Ja, warte mal.
Warte mal, 43 hat er gesagt, gell? 43, Wilmi, Ja, dann sind wir doch schon da. Ja, wie schon da? Hier, warte mal, hier, wo ich bin. Hier, oh, kommst du mal wieder zurück, bitte. Ja, warte, ich dreh wieder rum. Kein Problem. So, das hier müsste das sein. Das war der Herr Meier, ne? Ich weiß nicht, warum ich keinen hat. Ich glaube, der hieß Meier. 43. Ach, ja, guck mal, hier ist ein Schild. Hier steckt ein Schild drin. Ja, wunderbar. Feld 43. So, warte mal. Da muss ich ja das hier quasi wahrscheinlich ausklappen. Irgendwie. Ach so, ja, warte. Das muss man hier so rausmachen. Das ist ja eine sehr, 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 sehr unschöne Technik, Wilmi, muss ich ehrlich so sagen. Das ist... Da sind wir halt das Modernere gewohnt, ne? Also, ja, nee, also das ist wirklich da will man schlimm. Ja nicht mehr mitarbeiten bei allem, was wir so haben. So, ich glaube, ich muss andersrum fahren, Wilmi. Sonst fahre ich die erste Spur hier direkt kaputt. Das ist ja auch nicht so schön. So, ich mach mal an und fahr mal rein, ja? Ja, ich wollte sagen, fahr erst mal ein paar Ründchen und ich komme dann nach. Ich glaube tatsächlich, du kannst auch direkt hinterher fahren. Du hast ja auch nicht so breit. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Ach ja, Wilmi, aber sag mal, Wilmi, mal ganz ehrlich. Hä? Ja. Die anderen, die wir da jetzt noch so getroffen und kennengelernt haben, na, ich weiß nicht. Die machen alle nicht so auf mich den Eindruck, dass sie irgendwie von irgendwas Ahnung haben, inkompetent. Oder? Also ja, ich wollte jetzt dieses krasse Wort jetzt wieder nicht nehmen, aber weißt ja, wie es ist. Schwierig. Ja. Also ich weiß auch nicht. Also ganz schwierig. Ja, ja, ganz schwierig. Naja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen unsere Arbeit. Sag mal, Wilmi. Ja, sollen wir das ganze Feld hier mit dem kleinen Ding da mähen? Das ist ja aber auch... Oh, Mensch, schaffe ich das noch, bis die Rente abgelaufen ist? Naja, vor allem, was sollen wir denn damit dann eigentlich machen? Das hat er gar nicht gesagt, der Herr Meier. Nee, aber wir haben ja die Nummer. Guck mal, wir machen das so. Ja. Wir machen schon mal ein bisschen fertig, dann rufen wir ihn an und dann sagen wir sind eigentlich so gut wie fertig. Muss ja nicht stimmen. Aber dass richtig, er schon mal sieht, dass richtig. Wir richtig schnell sind. Ne? Ja, das stimmt. Und dann, wenn er dann fragt, also sie hat noch gesagt, sie waren schon fast fertig, dann sagen wir einfach, ja, wir standen halt im Stau, da war ein Unfall. Da sind leider ein paar Enten verunglückt. Ach so, ach Wilmi. Da wollen wir natürlich helfen, ja. Wilmi, warte mal ganz kurz, ich muss einmal kurz anhalten, Moment. Ja, mach das, ich habe ja hier noch ein Stückchen Spur gerade. Das sehe ich gerade. Ach, guck mal. Wilmi, wir haben hier den Rasenmähen. Da kriegen wir irgendwas. Was steht da? 25 Erfahrungspunkte? Bist du gerade am Handy? Ja. Guckst du gerade in die App rein? Habe ich geguckt. Warte mal. 25 Erfahrungspunkte kriegt man, wenn wir das hier mähen. Das Wilmi. Machen wir auch noch mal, ja. Sag dir, wie es ist, Wilmi. Ganz ehrlich. Dass wir in unserem Alter noch Erfahrungspunkte kriegen. Wer hätte das denn gedacht? Also ja, ganz ehrlich, Baby. Wo soll das noch hinführen, ne? Wir haben doch schon so viel Erfahrung. Ich wollte sagen, also noch mehr Erfahrung, Mädchenskinders. Ja, fürchterlich, sage ich dir. Fürchterlich, fürchterlich. Ach ja. So, na gut. Dann mähen wir mal schön. Wie viel hast du denn schon drin, Wilmi? Knappe 5000 Liter. Oh, da kommt ja da wegen was zusammen. Ja, schon ein bisschen. Ja, wie viel Prozent sind das jetzt schon? 38. 38 Prozent. Na gut, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Wilmi? Ja, bitte. Ich habe leider gar keine Informationen, was Geschwindigkeit und so weiter betrifft. Hast du, weißt du zufällig, wann wir ein kleines Arbeitspäuschen machen? Ach, ich würde jetzt mal sagen, das war jetzt gleich erstmal kurz, ne? Die kann Knochen ein bisschen strecken und so. Du hältst einfach an und wenn du stehst, dann stehe ich auch. Och, und ja, ich glaube, ich halt ne? Einmal an. Kurz weißt ein bisschen, du was? Ja, genau. Ganz ehrlich, wir waren, noch mal schon, drehen wir waren schon wieder so schnell gewesen. Ja. Wir haben schon wieder, also Wilma, ey, ganz ehrlich, ne? Sagen, das ist ja alles, ja, ne? Wir waren schon wieder so schnell, lass eine kleine Pause machen, ne? Ja. In diesem Sinne, meine Lieben. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Das war die erste Folge von LS22 Crow. Ich glaube und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, was hier das Prinzip ist, um was es geht. Ach, bleibt dran. Immer Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag kommen die Folgen natürlich auf allen Kanälen. Immer montags, 20 Uhr sind wir live auf Twitch. Schaut natürlich gerne auch bei meiner Wilma, der lieben Skadi, vorbei. Und in diesem Sinne, haut die Däumchen raus, knallt rein, wenn euch das Projekt gefällt. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, mach's gut, tschüssi.